Hallo bei Johann Loop. Heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge mit Witzen, die mein Vater gleich vorlesen wird. Aber dafür haben wir unseren ganzen Mund voller Wasser. Wir werden versuchen, uns nicht gegenseitig nass zu spucken. Bitte versuchen Sie es, ja? Ja. Okay, geht los. Okay. Du kannst kommen! Es ist doch noch nichts passiert! Wie? Und dann... Ah! Du hast extra hier hingesprungen! Also die Regeln waren klar, ich erzähle Witze. Aber ich bin ja eigentlich, bin ich ja Arzt. Brauchst du einen Spritzen? Justus, so verrückt! Ich wollte ja erstmal medizinisch herausfinden, ob ihr überhaupt dafür geeignet seid. Aber bisher habt ihr die Tests nicht so richtig bestanden. Kommen wir zu Test Nummer 2. Eins, zwei. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Witzen. In meinem medizinischen Witzebuch habe ich viele Witze. Hat jemand hier Blähungen oder so? Okay. Ich wollte erst mal fragen, ob hier jemand Blähungen hat. Also keine Blähungen. Was liegt auf dem Boden und stinkt? Eine Furze. Eine was? Ich hab's nicht mal verstanden. Eine Furze. Eine Furze? Was ist das? Ja, das wollte ich ja jetzt fragen, ob ihr Blähungen habt. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind. Also ich habe ja gar keinen Witz erzählt. Was ist ein Kaktus? Eine bewaffnete Gurke. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. Also, was fragt der Hundefotograf? Bitte hecheln. Was läuft durch den Wald und niest? Rotzkäppchen. Wer wohnt im Dschungel und schummelt immer? Mogli! Ja! Der war gut. Okay. Springt ein Keks vom Hochhaus und bricht sich einen Krümel. Alter! Was ist fettig und fliegt über die Wiese? Wie ein Mario? Also euch kann ich auch wirklich jeden Witz erzählen, oder? Ja. Was schwimmt auf einem See und macht Kikeriki? Ein Wasserhahn. Mm.
Okay, Johann, du hast verloren, würde ich sagen. Okay, letzte Runde. Damit. Letzte ist, Runde. Deine Mutter ist deutlich nasser geworden als du. Was ist schlimmer als ein Elefant im Porzellanladen? Ein Igel im Luftballonladen. Okay. Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu. Frotzkäppchen. Was steht am Fenster und ist gelb? Eine Spannanas. Was steht auf dem Grab eines Mathelehrers? Damit hatte er nicht gerechnet. Ich war's immer das. Sie hätte mir so gemacht. So ist es jetzt. Sie hat das die ganze Zeit gemacht. Damit verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.